Hi und hallo zusammen zu Tribünenhocker auf dem Fohlenkanal und zwar vor unserem Spiel gegen Schalke 04. Wir haben die Länderspielpause überbrücken können und ich glaube, wir freuen uns jetzt alle wieder darauf, dass es wieder weitergeht in der Bundesliga. Ich glaube, Allerdings, ja. Ja, es hätte auch ohne wäre es auch gegangen, aber naja, wir konnten uns dafür ein bisschen Zeit nehmen, das Spiel gegen Schalke mal ein bisschen detaillierter vorzubereiten, weil ich denke, es ist natürlich wieder eine schwierige Aufgabe für Borussia und was, glaube ich, auch jedem Fan bekannt ist, dass Domenico Tedesco mit den Schalkern in den letzten Jahren immer wieder geschafft hat, vor allen Dingen taktisch auch gut gegen Borussia zu spielen und es der Mannschaft nicht einfach gemacht hat. Und deswegen glaube ich, ganz besonders bei dem Spiel macht es mal Sinn, dass man ein bisschen genauer drauf schaut. Genau, und die Zeit wollen wir uns einfach auch nehmen, weil, glaube ich, Schalke ja auch immer so ein Thema ist. Wir haben das in der Vorbereitung besprochen und viele haben ja uns da auch zugestimmt. Schalke spielt letztes Jahr eine tolle Saison, was die Ergebnisse angeht, wird Zweiter, wird gefeiert für den taktischen Fußball, für das clevere Umschalten und so weiter und so fort. Aber wir haben halt immer gesagt, ne, alles schön und gut, aber dann muss man eben irgendwann auch mal wieder Fußball sehen. Und jetzt starten sie in die Saison sehr schlecht mit 2 Niederlagen. Ein Auswärtsspiel in Wolfsburg, was sie hochverdient verlieren. Ja. Und zu Hause gegen Hertha, wo sie offensichtlich mal, zumindest von der Taktik her, versucht haben, ein bisschen in eine andere Richtung zu gehen, ein bisschen offensiver zu spielen. Und Hertha sie eigentlich mit den eigenen Waffen geschlagen hat. Und das ist jetzt der Rahmen, mit dem wir in das Spiel reingehen. Mhm. Tedesco hat im Interview gesagt, wir wissen jetzt, was wir können und was wir nicht können. Und das heißt, und ich glaube, in dem Moment gehen wir mal in die Aufstellung rein, in die vermutete. Ja. Das heißt, ich rechne fest damit, dass er zu diesem 3-5-2 zurückkehren wird, was er letzte Saison so erfolgreich dort etabliert hat. Gegen Hertha war es kurz mal ein Wechsel mit 3 Offensiven, mit dem 4er-Mittelfeld, was offensiver ausgelegt werden sollte, was nicht so funktioniert hat. Deswegen, ich denke, gegen Borussia auch im Auswärtsspiel, in einem wichtigen Spiel, nach 2 Niederlagen, wird er wahrscheinlich mit dem 3-5-2 auf uns zukommen. Ja, da gehe ich auch mal von aus, zumal du schon richtig sagst, das hat in der Vergangenheit gut funktioniert. Die Schalker sind darauf eingestellt und dadurch, dass ich auch denke, dass Borussia natürlich beim Heimspiel Gas geben möchte, dass Schalke dann erstmal darauf setzt, kompakt zu stehen und nun mal mit einer Dreierkette beziehungsweise in der Defensivbewegung wahrscheinlich dann auch logischerweise die Fünferkette, die Räume eng zu machen und so unseren 3 Offensivspielern auch wenig Möglichkeiten zu lassen. Genau, andere Variante gucken wir uns gleich auch nochmal an. Ich würde sagen, gehen wir mal in die, also Borussia, kurz, vielleicht kurz noch Borussia, klar, ich denke 4-3-3, das ist das neue System. Ich denke, da wird auch Dieter Hecking nicht von abweichen. Das kurze Experiment mit der Dreierkette gegen Augsburg ist ja erstmal schief gegangen. Und dazu wollte ich auch noch 1-2 Sachen sagen, weil unter der Woche ja auch viel über das Thema geredet wurde. Warum kriegen wir das nicht hin? Warum wird das nicht vernünftig trainiert? Also der Fokus in der Sommerpause, lag natürlich auf dem 4-3-3, auf dem ganz neuen System. Und das 3-5-2, ich weiß es nicht, irgendwie oder allgemein die Dreierkette, Spieler wie Janschke, wie Wendt, die sehr stark geprägt sind von der Ära Favre, ich bin mir nicht sicher, ob wir mit denen nochmal so weit kommen, dass die dafür geeignet sein werden, weil da ist auch das Alter spielt eine gewisse Rolle, die gewisse Gewohnheit spielt eine Rolle. Klar, man muss das von jedem Profi erwarten können, nur es gibt ja jetzt schon wirklich den zweiten Trainer, der es damit versucht und der irgendwie Also ich glaube, damit. Da ist auch viel Gewohnheit und auch einfach dann vielleicht hört sich jetzt doof an, aber ein bisschen die Frische im Kopf vielleicht, dass man dann einfach so lange ein anderes System gespielt hat, besonders in der Kette. Und man hat's trainiert, man hat's versucht. Es hat jetzt im Spiel gegen Augsburg, hast du richtig gesagt, nicht so gut funktioniert. Und allein noch das 4-3-3 zu erlernen, war natürlich auch für die Mannschaft in gewisser Weise eine Umstellung. Und das ist, glaube ich, dann schwierig, wenn man 2 Systeme neu einstudieren will, die dann auch wirklich aus dem FF zu beherrschen. Und von daher, wie gesagt, das soll keine Entschuldigung sein. Und ich hoffe auch, dass das noch kommt, dass das auch besser werden wird. Nur bei manchen Spielern habe ich einfach den Zweifel, ob das mit ihnen noch so in dem Sinne möglich sein kann. Weil gerade das, wenn wir uns jetzt auch nochmal näher angucken, was Schalke letztes Jahr gemacht hat, erfordert halt eben auch ein enormes Maß an spezielle Konzentration auf die spezifischen Laufwege. Ja, und auf Details, Kleinigkeiten. Genau. Ja. Also gucken wir mal vielleicht nochmal einen Schritt weiter. Wie sieht das dann im Spiel aus, die Formation? Also wie würden wir in der taktischen, realtaktischen Aufstellung, wie man sagt, dann auf die Schalker treffen? Ich denke, man sieht ganz klar, jeder Spieler hier hat eigentlich einen
zugeordneten Spieler. Ja. Ne? Also die beiden Angreifer der Schalker werden in der Regel defensiver spielen, als wir das zum Beispiel von Borussias Angreifern immer kennen in dem 4-4-2, werden sich sicherlich auch auf diese Räume vor den Innenverteidigern konzentrieren, aber eventuell eben auch außen mal mithelfen, wenn es darum geht, die Außen von Borussia zu einzuschränken. Gleichzeitig hat man im Mittelfeld eine sehr große Dichte. Jeder Spieler ist eigentlich zugeordnet und der Dreiersturm von Borussia hat im Prinzip mit den Außengliedern der Dreierkette zu tun, aber unter Umständen eben auch mit den Leuten in der Fünferkette. Also schematische Aufstellungen sind natürlich nie so, wie es dann auf dem Platz aussieht, aber es gibt, glaube ich, schon doch, glaube ich, eine gute Vorschau darauf, wie es laufen könnte. Und man sieht einfach, dass besonders im Mittelfeld und auch beim Sturm von uns auch die Räume sehr eng sind. Und natürlich ist es auch immer Ziel der Schalker, dass sie in der Offensive schon gucken, dass man quasi das Aufbauspiel des Gegners insofern einschränkt, dass man die Außen gar nicht richtig zum Zug kommen lässt und versucht, die Innenverteidiger dazu zu zwingen, dass sie mit weiten Bällen agieren. Mhm. Das hat jetzt auch Matthias Ginter in den letzten zwei Spielen für uns auch eigentlich gut gemacht. Aber dann dennoch ist natürlich Borussia eher eine spielerisch starke Mannschaft, die auch über Flachpässe übers Mittelfeld auch kommen möchte. Genau. Und um da diese Räume zu finden, das ist jetzt nochmal der nächste Blick, der etwas detailliertere, der Versuch. Wie gesagt, wir sind ja alle keine Trainer, aber so ein bisschen das, was wir eigentlich letztes Jahr... Laptop-Trainer. Genau, aber was wir letztes Jahr ja auch von Domenico Tedesco viel gesehen haben. Und ganz klar, und deswegen der Schwerpunkt hier mal ganz speziell auf die linke Seite gelegt. Das Gleiche könnte auch rechts passieren, aber einer der absoluten Schlüsselspieler von Tedesco ist Daniel Caligiuri. Ja. Er ist eigentlich der Spieler, der das System definiert bei Schalke und der im letzten Jahr einfach mit seinen überragenden Leistungen auch einer der Hauptgründe war, warum es so gut lief. Man hat gesehen, letztes Spiel nicht gut drauf, Elfmeter verschossen und sofort läuft es für die ganze Mannschaft auch schwächer. Denn gucken wir mal auf seine Position. Er ist jetzt hier der ganz links auf der Seite, also der Schalker rechts außen sozusagen, der blaue, hellblaue Schalker. Er soll die ganze Linie bearbeiten und das heißt wirklich vom Strafraumkante bis zum Strafraum des Gegners ist er unterwegs. Und da gibt es natürlich immer wieder die Frage, macht er den Weg, der kraftraubend ist, macht er ihn nicht? Ja. Und dieses Durchlaufen, was Tedesco ja immer wieder fordert, nach dem Motto eben nicht nur den Gegner stellen, abwarten, sondern durchlaufen, wirklich angreifen, auch auf die Gefahr hin, dass man dann vielleicht hinterspielt wird, diese Mischung zu finden, und das war das große Geheimnis der Schalker, das ist das, was sie stark gemacht hat, dass sie eigentlich immer in eine Situation gekommen sind, wo der Gegner am Ende keinen Raum gefunden hat. Ja, und es liegt natürlich auch, erstens bei Schalke muss natürlich die Laufbereitschaft da sein, man muss den Spielern quasi antrainieren, dass sie die Wege überhaupt gehen möchten, was glaube ich auch nicht so einfach ist, was glaube ich auch so ein Problem bei uns sein könnte, weil wir haben es richtig gesagt. Wir haben viel mit der Viererkette gespielt und so eine Dreierkette erfordert vor allen Dingen von den Außenspielern extrem hohe Laufbereitschaft. Und du sagst es richtig, Caligiuri ist da wirklich das Paradebeispiel dafür. Andererseits ist er natürlich, wenn er die Laufbereitschaft zeigt, auch natürlich die angreifende Mannschaft in der Pflicht. Und du hattest es ja hier aufgeschrieben, mit unserem linken Glied der Viererkette und auch mit unserem linken Verteidiger, Angreifer, dass da natürlich auch die Räume zugelaufen werden müssen und sich angeboten werden muss. Weil man muss natürlich dann auch den defensiven Part der Schalker beschäftigen und gucken, dass man ihn vielleicht irgendwann mal auch müde bekommt. Aber das, wie gesagt, du sagst richtig, Caligiuri ist da wirklich Paradebeispiel dafür, das zu können. Und das hier ist jetzt sozusagen so ein bisschen der Versuch, wie könnte es für Borussia klappen? Und das ist eben die große Aufgabe dann für die linke Seite, linke Abverteidiger höchstwahrscheinlich Wendt, der nicht so gut in die Saison reingekommen ist, eher durchwachsen, der jetzt wirklich abliefern muss, weil es ihm eine ganz wichtige Rolle zukommt. Er muss hier einerseits defensiv dicht machen, muss auch so ein bisschen Blick darauf haben, was macht der eine Stürmer, der Schalker, der hier in der Nähe ist, weil wir wissen, dass selbst wenn Schalke mit ziemlich mittelstürmerartigen Typen spielt, die sind trotzdem viel auf Außen unterwegs, bewegen sich viel, machen viel Defensivarbeit. Das heißt, er wird teilweise auch gedoppelt werden, was das angeht. Muss eben gucken, dass er die richtigen Nadelstiche nach vorne setzt, dass er in der Absicherung zusammen mit dem vorderen Mann, möglicherweise Johnson, es schafft, eben Caligiuri im Griff zu bekommen und dann eben die Räume vorne klar zu machen. Und da kommt noch ein dritter Faktor rein, nämlich in der Mitte hier die Kampfzone, wie ich sie jetzt mal genannt habe, deswegen auch so rot straffiert. Das wäre ein großer Mittelkreis. Genau, das ist ein großer roter Mittelkreis.
Da kommt es natürlich ganz entscheidend darauf an, dass man mal den einen oder anderen Zweikampf gewinnt, dass man sich da durchsetzt, um eine Überzahl zu schaffen. Also hier muss Borussia wirklich dagegen halten. Gegen Augsburg ist das nicht gelungen. Und hier müssen wir die Schalker, die physisch stark sind, unbedingt so in den Griff bekommen. Sagen wir mal, auf der linken Seite hier würde einer seinen Zweikampf gewinnen, wäre früher am Ball. Und dann könnte man auf der Außenposition eine Überzahlsituation schaffen. Dann muss, wenn Johnson oder der linke Außen hier in das Feld reinkommt, nach vorne, der gelbe Pfeil, Ja. dann muss der Außenverteidiger, der Rechte von Schalke, das rechte Glied der Dreierkette, muss rausrücken. Ja. Das wollen Dreierketten nicht. Dreierketten auseinanderzuziehen ist eigentlich genau das, was wir wollen. Und dann steht in der Mitte eben mindestens 1 gegen 1 und da könnte dann ein Mittelstürmer eben durchgehen. Ja. Das wäre die Wunschvorstellung. Borussia hat aber gezeigt, wie schwierig das ist gegen Augsburg, weil genauso hat Das Augsburg nämlich zum Teil auch Allerwichtigste gespielt. dabei ist ja auch, dass man die Verteidiger so unter Druck setzt, dass sie einen zweiten Mann zur Hilfe brauchen. Ob es jetzt, es kann ja auch sein, zum Beispiel, dass aus dem Mittelfeld Genau. der Spieler zur Hilfe von Caligiuri in dem Fall eilen muss, sodass in der Mitte ein bisschen mehr Platz ist. Also grundsätzlich muss man die äußeren Glieder dieser Dreierkette beziehungsweise dann Fünferkette ja so sehr beschäftigen, dass sie Hilfe brauchen und dass man so Räume bekommt, die man sich auch so hart erarbeiten muss, dass es natürlich auch ein großer Aufwand ist. Genau. Aber du sagst es richtig, wenn die Dreierkette dann einmal in Bewegung kommt, ist sie anfällig und das sollte das Ziel sein. Genau, und das ist das, was wir erreichen müssen. Wir müssen auf einer der Seiten, in dem Fall ist es links, müssen wir durchkommen, müssen wir eine Überzahl schaffen. Und in der Mitte, da ist halt einfach wirklich permanent Kampf. Und wie das am Ende personell aussieht, da gucken wir als letztes drauf. Ich denke, da werden viele Entscheidungen schon bei der Aufstellung gefällt, Ja. wie wir das gewinnen können. Ich möchte aber vorher, bevor wir jetzt darauf gehen, noch eine andere Möglichkeit zeigen, nämlich was ist, wenn Schalke denn doch auf ein 3-4-3 zurückgreift? Und wenn man mal ganz ehrlich ist, wäre das eigentlich ein 5-4-1-System. Das heißt im Prinzip alles gleich, außer dass nicht vorne nicht zwei Leute rackern, sondern eher zwei halbe Außen und dann ein Mittelstürmer mit dabei ist. Das ist im Prinzip das, was Augsburg gegen uns über die weite Teile des Spiels gespielt hat. Sie haben ein bisschen variiert zwischen 3-5-2 und 5-4-1. Und damit hatten wir Probleme, denn man sieht das hier, wenn so eine Mannschaft geschlossen spielt und sich ziemlich tief reinstellt, das würde Schalke tun, davon gehe ich fest aus, dann hast du eigentlich nur die Möglichkeit, das Aufbauspiel über die Außenverteidiger und über die Innenverteidiger zu führen, weil du permanent vor, du spielst Handball, wenn du, im Ja, schlechtesten Fall. deswegen hast Ja, der Kreis immunisiert deswegen. das ja auch ganz gut. Und so wie ich das ja schon gesagt habe, also das ist nun mal dieses zerstörerische Spiel, was dann so eine verteidigende Mannschaft wie auch Schalke gut beherrscht, wo ich ja auch immer sage, es macht keinen Spaß, gegen solche Mannschaften zu spielen, aber genau das ist die Sache. Du musst eigentlich schauen, dass du so wenig Möglichkeiten lässt, den Ball in die Tiefe zu spielen, ins Mittelfeld zu bringen wie möglich. Aber man hat zum Beispiel auch gegen Augsburg gesehen. Wenn es dann mal gelingt, hat man auch immer ein bisschen Platz, dann kann das Mittelfeld Tempo aufnehmen. Aber es ist erstmal schwierig, überhaupt dahin zu kommen. Und in dem Zusammenhang, ganz, ganz lustig, habe ich bei der Recherche gefunden, bei Spielverlagerungen gibt es da ein Beispiel von einem Spiel, wo Borussia vor 2 Jahren in Wolfsburg Ja. gespielt hat. Trainer von Borussia, André Schubert, Trainer von Wolfsburg, Dieter Hecking. Und da gab es nämlich genau diesen Austausch. 4-3-3, das hat Dieter Hecking damals spielen lassen, mit Kruse als in einem falschen Stürmer. Das heißt, eigentlich gab es keinen richtigen Mittelstürmer in dem System. Schubert hatte damals die Woher Fünf. kenne ich das? Schubert hatte eine Fünferkette aufgebaut und eben den Versuch, sehr, sehr offensiv, also eine Fünferkette in der Defensive, aber eigentlich sehr, sehr offensiv mit diesem System zu Ja. agieren. Wir erinnern uns, dass wir da eigentlich immer anfällig waren. Und da, Spielverlagerung weist da mehrfach darauf hin, wie Schubert eigentlich von Hecking völlig ausgecoacht wurde in dem Spiel. Weil Hecking hatte die Offensivspieler, die wir hier bei uns sehen, die drei, hatte er so eng im Mittelfeld platziert, also gar nicht über, die kamen gar nicht über außen, dass die Außenverteidiger von Borussia praktisch unnützen Raum gedeckt haben und ja, die Spieler in der Mitte kombinieren konnten. Und dann hat wohl Schubert das irgendwann gemerkt, nach der Halbzeit hat das System umgestellt, daraufhin hat Hecking aber wieder zurückgestellt, hat dann eher ein 4-1-4-1 spielen lassen. Dadurch war im Prinzip die Umstellung von Schubert wieder hinfällig. Also hochinteressant, ne? Ja, klar, wenn wir da so Und ins das zum Thema Dieter Hecking Training. kann keine Taktik. Also Also, das ist ja sowieso so, was auf dem Platz vorgeht und wie viele Kleinigkeiten auch immer individuell die Angaben, die der Spieler vom Trainer bekommt, ob er sie einhält oder nicht, das ist manchmal gar nicht mehr dann in der Macht des Trainers, das zu entscheiden, weil auch wenn ein Spieler müde ist, geht er Ja, vielleicht den ja. Weg, den der Trainer sich wünscht, nicht mehr. Aber das ist halt immer sehr, sehr viel Theorie.
Das ist übrigens aber auch was, was Tedesco, warum alle Tedesco so lieben auf Schalke. Weil genau das diskutiert man dann wohl. Da, längeres Interview mit ihm gelesen. Ja. Er diskutiert dann mit den Spielern, wann willst du gehen, wie häufig macht das Sinn im Spiel. Und das finden die natürlich super, dass sie nicht einfach nur blind gesagt bekommen, lauf immer an, wenn der Ball da ist, sondern entscheide selber. Aber guck, dass du es in einem bestimmten Maße hinbekommst. Ja, richtig. Deswegen kommt er so gut an, auch, glaube ich, bei seinen Spielern. Ja, das glaube ich schon. Ich meine, dass er da auf Schalke auch einen guten Job macht, was das Coachen angeht, ich glaube, das ist unbestritten. Und ich glaube, das ist aber nun mal auch so, wie die Trainer heute damit umgehen. Es ist nicht mehr so autoritär wie früher. Mhm. Es wird mit den Spielern gesprochen, weil, ne, das ist jetzt abgedroschen, aber man gewinnt als Team und da muss man natürlich auch darauf hören, was die Spieler von einem wollen. Und ja, von daher ist das alles, finde ich, immer sehr interessant, aber ja, naja. Spielt Fußball, hat der Franz mal gesagt. Das ist im Endeffekt, bei all diesen Varianten darf man ja auch nicht vergessen, ein individueller Fehler und das ganze tolle System fällt zusammen, wie bei Borussia gesehen in Augsburg, wo wir aus einer Szene, und da bleibe ich auch bei, aus einer Flanke von aus 40, 35 bis 40 Metern, das ist genau die Zone unter Lucien Favre, haben wir da alle Flanken zugelassen. Ja. Weil wir wussten, in der Mitte köpft Dominguez, Stranzel, Brauers, die köpfen oder die Janschke Bälle teilweise. Janschke auch, die köpfen die Bälle raus, weil die einfach ein perfektes Stellungsspiel haben. Ja. Das ist die eine Zone, wo man eigentlich mal was zulassen darf. So, und deswegen, also das Argument lasse ich nicht gelten, dass die Flanke da nicht gedeckt wurde. Nein. Das wäre naiv und so plant man auch kein Spiel. Klar, am liebsten wird man überhaupt keine Bälle aufs Tor bekommen, aber du musst irgendwo Lücken lassen, sonst funktioniert dein Spiel nicht. Ne? Und genau das ist jetzt auch gegen Schalke. Man muss schauen, wenn sich Schalke bewegt, in der Defensivbewegung, wo man dann genau die Lücken findet. Und das ist schwierig. Und ich habe es ja gerade eben schon mal gesagt, im Zweifel muss man dann vielleicht mal zu langen Bällen greifen. Muss man vielleicht schauen, dass man vorne auch jemanden hat, der lange Bälle verarbeiten kann und festmachen kann. Jetzt nicht so weit vorgreifen. Ich sag noch keine Namen. Ja, aber das ist dann natürlich in so einem Spiel ganz besonders wichtig. Und ja, mal gucken. Deswegen ist das Personal auch wichtig und entscheidend. Genau. Und zum Abschluss eine Sache, was, wenn wir jetzt gerade auch nochmal auf dieses System hier schauen, Augsburg eben mit diesem 3-4-3. Borussia versucht, in der Halbzeit umzustellen und hat eben genau versucht, in diese Lücken zu kommen, die zu dem Zeitpunkt nicht da waren. Ist schiefgelaufen, Trainer hat das gesehen, hat es geändert und dann hat es im Laufe des Spiels am Ende dann besser geklappt. Ja? Ja. Das finde ich, das ist eine gute Sache. Ich will jetzt hier nicht in irgendwelche Euphorie gegenüber Hacking ausschweifen oder verfallen, sondern man muss einfach sagen, das hat er gut gecoacht, da hat er auf eine bestimmte Situation richtig reagiert. Und wenn ich jetzt teilweise höre oder lese, dass jetzt das auch schon wieder falsch ist, dass er reagiert im Spiel, dass er zweimal situativ auch umstellt. Also genau das hört man sich die ganze letzte Saison an, dass der Trainer auf einem System festhält und nichts ändert. Jetzt spielt er variabel und es führt sogar zum Erfolg. Und das ist auch wieder eigentlich sein Fehler. Also ich möchte gerne, dass der Mann daran gemessen wird, wie Borussia diese Saison spielt und wie richtig erfolgreich wir sind. Richtig. Und wenn wir in 5 Spielen keine Punkte haben und der Start nur ein Tropfen auf einen heißen Stein war, dann wird sich die Trainerfrage von selbst wieder stellen. Aber man muss nicht anfangen in Situationen, wo er was richtig macht, auch da nochmal den Fehler draus zu suchen. Zumal, das hatten wir auch schon bei der Spieltagsanalyse gegen Augsburg gesagt, muss man ja auch einfach mal festhalten, dass Augsburg sehr gut auf unser Spiel absolut reagiert hat und dass dann erst im Laufe des Spiels auch ein Trainer wieder reagieren kann. Und deswegen, es ist halt wirklich immer Trainer gegen Trainer natürlich auch. Und in dem Fall hat Augsburg, wurde gut gecoacht und hat uns den Zahn in der ersten Halbzeit gezogen. Man konnte es im Laufe des Spiels einigermaßen korrigieren. Ja. Und so läuft es halt. Und du lässt, wir sind keine Bayern, die ihr System durchdrücken können, weil sie einfach individuelle Klasse haben und einfach dann jeden irgendwann knacken. Das ist so. Wir müssen schauen, dass es durch Coaching geht und dass es durch Taktik geht. Und wenn du aus dem ersten Spiel rausgehst als Sieger gegen Leverkusen, dann ist es auch normal, dass man sagt, ja, ich habe auch andere gute Spieler, aber ich möchte erstmal den Jungs die Chance geben, die diese tolle zweite Halbzeit gespielt haben gegen Leverkusen. Und wenn du dann in der Halbzeit reagierst, wunderbar, weil dann hast du genau das gemacht, wofür dein Kader da ist, nämlich situativ ihn ausgenutzt. Und das jetzt, um auf den nächsten Schritt zu kommen, ist genau das Thema im nächsten Spiel. Ich denke, jetzt wird die Stammelf-Frage nämlich nochmal ganz offen gestellt werden. Ja. Und das, was wir hier haben, ist jetzt eine von uns beiden eine Idee, wie man es machen könnte gegen Schalke. Nicht die Aufstellung, die Dieter Hecking jetzt schon weiß, gehe ich mal von aus, jetzt am Anfang der Woche.
Ja. Ich möchte aber bei Schalke anfangen, bei der ganzen Geschichte. Und wenn wir mal davon ausgehen, sie spielen in diesem 3-5-2. Nastasic ist wieder da, er war gesperrt, seine Sperre wurde passenderweise natürlich genau für Borussia Spiel verkürzt. Warum auch immer, das rohe Spiel ist für mich eine absolut klare rote Karte Ja. gewesen. Und das sind normalerweise mindestens zwei Spiele, Mega, deswegen ganz klar. jedenfalls ist er wieder da, ist ein wichtiger Spieler. Zusammen mit Naldo und Sané ist das eine Hammerabwehr. Also Das wenn sind man sich, Kanten ja, da. also wenn man sich jetzt noch überlegt, dass Stambouli noch fit wäre, dann hätten sie wirklich da, also ich glaube, viel bessere Leute für eine Dreierkette gibt es in der Bundesliga Ja, nicht. So, das muss man so hart sagen. absolut klar. Die Und Körpergröße stimmt. auch die Leute, die außen in der Fünferkette im Mittelfeld spielen, Caligiuri und Schöpf, haben wir ja schon besprochen. Das sind einfach sehr laufstarke Spieler, Ja. die auch genau eigentlich für diese Position prädestiniert sind. Bei Schöpf zum Beispiel ist es Und so, er hat ja bis ja. jetzt nur Joker-Einsätze gehabt. Bis jetzt hat Baba da gespielt, die ersten zwei Spiele. Ja. Und Baba hat nicht überzeugt in beiden Spielen. Vielleicht liegt es auch einfach daran, der Spieler ist mal in Deutschland, mal ist er wieder weg, mal wieder verliehen. Das ist ja jetzt schon ein jahrelanges Ding mit Chelsea da und Schalke. Ja. Aber ich gehe davon aus, das ist jetzt mein Tipp, dass Ja. Schöpf seine Chance bekommt. Er hat die Rolle schon gespielt, er kann sehr flexibel spielen. Und gerade weil Tedesco wohl wieder defensiver denken wird, denke ich, könnte das die Variante sein an der Stelle. Ja. Im zentralen Mittelfeld wiederum muss man sagen, gucken wir auf die Verletzten bei Schalke. Mascarell wäre sicherlich ein Spieler, der gegen Borussia zum Einsatz käme. So ein Hundertprozentig, knallharter auf jeden Fall. ist verletzt. Bentaleb, sicherlich gehe ich von aus, wird auf jeden Fall spielen. Rudi hat ein ganz schwaches Debüt gegen Hertha gemacht, aber man hat ihn wohl nicht geholt, um ihn jetzt direkt auf die Bank zu setzen. Nee. Und er war nicht bei der Nationalmannschaft, hat also 1,5 Wochen weiter üben können mit dem Team. Und dann vielleicht Serdar, möglicherweise. Es könnte auch noch McKennie Ja. reinkommen, der hat die ersten beiden Spiele gemacht. Ja, also Serdar ist natürlich, glaube ich, auch eher so ein körperlicher Ja, Typ, ja. was auch, wenn Schalke spielt, wie wir das jetzt vermuten, passen würde. Aber klar, da sind Optionen da und von daher muss man da Man schauen. muss schauen, wie gesagt, meine Vermutung oder unsere Vermutung in dem Fall auch vorne. Du gehst auch davon aus, dass Burgstaller eigentlich wieder reinkommt. Ja, Auch gerade gegen Borussia hat er ja auch klar. häufig getroffen. Ja. Also ist halt auch eine Kampfsau. Und du brauchst eigentlich immer zwei Leute, um ihn zu stellen. Oder er beschäftigt immer zwei Leute. Und mit Uth hat man dann einen etwas flexibleren Mann, der um ihn herumspielen kann, vielleicht ein bisschen. Und von daher denke ich auch, das ist wahrscheinlich vorne das Duo. Ja, hier nochmal Harit angemerkt vielleicht, weil er hat auch noch nicht so viel Spielzeit bekommen, obwohl er eine ganz starke letzte Saison gespielt hat bei Ja. Schalke. Das wäre eine Variante, wenn Schalke doch mit einem 5-4-1-System aufläuft. Dann würde vielleicht dafür einer so ein Schöpf geopfert und man würde vielleicht ein bisschen breiter spielen. Uth kann ja theoretisch auch außen spielen, also das Ja. ist denkbar. Ich gehe aber eher davon aus, dass er diese Physis einsetzt. Mbolo. Erste beiden Spiele auch schon wieder nicht so überzeugend, auch wenn man ja immer auf seinen Durchbruch wartet. Deswegen, ich sehe ihn erstmal auf der Bank, ehrlich gesagt, aber man wird sehen. Ja. Schalke hat auf jeden Fall auch Alternativen auf der Bank. Nur ich Ja. behaupte mal, alle vier Spieler, die hier fehlen, würden in der Stammelf stehen, wenn in der Startelf stehen, wenn sie fit wären, beziehungsweise Konopianka nicht gesperrt wäre. Ja, Gerade auf jeden Fall. Otschipka ist wie Caligiuri ein perfekter Mann für diese Fünferkette. Genau. Ja, und du hast auch schon angesprochen, Mascarell ist auch jemand, der durch seinen Kampf kommt und auch ja, wahnsinnig viel arbeitet. Und ja gut, sie haben mit der Dreierkette da wirklich drei Kanten. Stambouli wäre dann natürlich noch einer, den sie auch da bringen könnten. Beziehungsweise auch etwas dann vielleicht noch außen, wenn sie das System tauschen. Aber starke Mannschaft auf jeden Fall. Da sind auch noch Optionen, die Tedesco hat. Und mal schauen. Ja, kommen wir zu uns. Ja, und da, ich meine, viele haben es ja auch schon nach dem Augsburg-Spiel gesagt, warum spielt Zakaria nicht von Anfang an, vor allen Dingen in so einem Spiel. Und wir gehen jetzt auch mal ganz stark davon aus, dass Zakaria jetzt seinen ersten Startelf-Einsatz bekommt, weil es genau diese Körperlichkeit dann im Mittelfeld auch braucht gegen die Schalker, um sich da durchzusetzen. Genauso wie dass Plea in die Mannschaft rückt. Ich hatte ja eben auch schon gesagt, dass man vielleicht mit langen Bällen operieren müsste und dann, ja, Player am ehesten derjenige ist, der dann ein bisschen Raum schaffen kann und mal Spieler bindet. Ja, und Hazard möglicherweise derjenige, der da leidtragend ist. Aber mal abwarten. Natürlich könnte vielleicht auch Johnson rausrücken. Oder Raphael? Oder Raphael natürlich. Ganz schwach auch gegen Augsburg. Von daher,
Ja, Müssen also wir mal schauen. ich habe so ein bisschen die Überlegung gehabt, auch, was ist denn, also Player, klar, die Kopfballduelle, da hat er trotzdem schlechte Karten gegen Ja, aber Naldo zum Beispiel. er Aber er ist da, er ist präsent, wie auch schon gegen Augsburg, und vor allen Dingen, er muss den vorderen Raum besetzen. Ja. Jetzt wieder mit dem hängenden Stürmer zu spielen, das hatten wir eben auf der anderen Grafik, worum es darum geht, wirklich auch in den Strafraum rein, wenn man mal über die Außen durchkommt. Er hat ein tolles Testspiel gegen Bochum gemacht, 90 Minuten war der aktivste Mann, hat auch vor allem im Spiel toll teilgenommen. Klar, es ist ein Testspiel, das war ein Zweitligist, aber es zeigt, er wird immer fitter, er nähert sich immer mehr seiner hundertprozentigen Fitness. Ja. Und von daher ist es für mich gerade in dem Spiel klar, dass er eigentlich spielen sollte. Ja, Ja. also das sehe ich auch. Und wie gesagt, allein dieses Nicklige, was er hat, dieses, dass er keine Angst hat, sich mit auch Abwehrkanten dann Ja, anzulegen, wie wir ja. das schon gegen Augsburg gesehen hat. Und ich glaube, das ist wichtig und man muss einfach dann die Dreierkette auch beschäftigen. Ja, ansonsten, ja, Johnson hast du gerade gesagt, ich würde ihn auf jeden Fall bringen, weil wir haben es gesehen auf der linken Seite. Wir brauchen Spieler, die die Räume kennen, die genau diese Balance jetzt zwischen Abwehr und Angriff finden. Er hat mit Wendt die beste Erfahrung, die beiden kennen Ja. sich. Die müssen diese Seite zusammen bearbeiten. Ich glaube, dass wenn jemand anders das spielen würde, ja, auch Hazard kann das theoretisch, aber da fehlt dann vielleicht die defensive Komponente. Also Na, ich würde sogar auch sagen, vielleicht ein bisschen die körperliche Komponente. auch Das ist die, auch so eine auch Sache. die. Also Johnson hat bis jetzt eine ordentliche Saison gespielt, einen mehr als ordentlichen Saisonstart gehabt. Und ich finde, er sollte gerade in dem Spiel reinkommen, also was ist reinkommen? Er sollte in der Mannschaft bleiben Ja. und da diese Seite besetzen. Raphael, ich halte ihn für die bessere Variante im Vergleich zu Hazard, weil er ja auch Räume finden kann, weil er sich flexibel bewegt, weil er vielleicht sich auch mal fallen lässt Ja. und weil er eben auch, wenn er gut in Form ist, im Gegensatz zu dem Augsburg-Spiel, auch 1 gegen 1 was reißen kann, dann müsste eben halt Hazard mal auf die Bank, dann ist er eine Joker-Option. Also er muss sich ja Ja. eben immer auch fragen, gerade nach dem letzten Spiel, welche Vorteile er bringt gegenüber eben der Konkurrenz Aber vorne. genau das ist ja das Schöne. Wir diskutieren jetzt Aufstellungen, ob es jetzt so kommt oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Genau. Aber die Optionen sind auf jeden Fall da. Und ich Ja. denke, auch Dieter Hecking und das Trainerteam wird jede Option sicherlich mal bedenken, durchdenken und dann das auch zum Beispiel hier in der Viererkette haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen. Ist Genau, Tobi sollten wir. Strobel drin, statt Toni Janschke. Also ich glaube, unabhängig davon, ob Janschke jetzt den Fehler gemacht hat zum Gegentor oder nicht, Strobel hat sich in die Mannschaft gespielt und ist eigentlich auf dem Platz aus meiner Sicht zurzeit unverzichtbar Genau. und hat auch schon in der Innenverteidigung gezeigt, dass er wichtig sein kann und auch wieder diese langen Bälle schlagen kann, von denen ich eben gesprochen habe. Es hat genau, also ich sehe hier drei Gründe. Grund Nummer eins ist, Christoph Kramer muss in die Mannschaft gegen Schalke. Wir brauchen ihn unbedingt im zentralen Mittelfeld oder als Sechser, um einfach da auch körperlich seine Erfahrung, auch seine Fähigkeiten Ja. auf engem Raum sich durchzusetzen, einzubringen. Also wir brauchen ihn auf jeden Fall auf dem Platz. Auf der anderen Seite, Zakaria auf jeden Fall. Das ist für die Physis ebenfalls für mich absolut entscheidend. Jonas Hofmann ist aber in guter Verfassung und Jonas Hofmann ist jemand, der zwischen den Räumen sehr gut agieren kann und passen kann. Und man kann auch Und nicht mit drei so genau. defensiven Spielern In spielen. einem Heimspiel brauchen wir auch einen, der ein bisschen auch mal diese strenge Ordnung auflöst, der mal nach vorne durchschießt, der mal von hinten sich die Bälle holt und der gerade im Kurzpassspiel gut ist. Ja. Deswegen, er wäre für mich auf jeden Fall im Vergleich zu Neuhaus die bessere Wahl, weil Neuhaus hat gegen Augsburg gezeigt, dass er gerade in so ganz harten Situationen noch ein bisschen Zeit braucht, vielleicht. Kann dann vielleicht als Joker kommen, aber das wäre für mich ein Mittelfeld, wo wir einerseits Physis haben und gleichzeitig eben auch Kombinationssicherheit. Natürlich alles nur dann praktikabel, wenn das Zusammenspiel auch mal nach vorne und nach hinten funktioniert. Das ist klar. Deswegen Kobi Strobel als Aufbauspieler hinten drin in der Kette, der eben auch mal einen langen Ball spielen kann. Er würde uns fehlen, wenn er nicht auf dem Platz steht. Ja. Gerade wenn Schalke wieder so tief steht oder wenn die Dreierkette wieder mal in diesem üblichen System agiert, dann kann eben er auch mal die Lücke finden. Gegen Genau. Augsburg waren zwei tolle Pässe wieder dabei. Und er hat in dem Testspiel gegen Bochum auch innen gespielt, obwohl Elvedi wieder dabei war. Elvedi hat auf Außen gespielt. Sehe ich als kleinen Fingerzeig, dass er eine Variante ist, um Toni Janschke zu ersetzen, der ja jetzt nicht wegen seines Fehlers, gebe ich dir völlig recht, sondern einfach nur, weil er im Aufbauspiel sehr konservativ ist, Genau. glaube ich, in dem Fall möglicherweise eine interessantere Wahl wäre, Strobel da spielen zu lassen. Ja, aber auch wie gesagt, einfach auch die Form. Ich glaube, man kann so einen Spieler jetzt nicht rausnehmen. Und wenn man ihn als Alternative da bringen kann, umso besser. Weil er auch Körperlichkeit noch mitbringt. Und vor allen Dingen auch, wenn man mal an Eckbälle denkt, Ja. einfach auch Körpergröße hat. Und da gegen die
ja, drei Schalker Innenverteidiger und natürlich auch Burgstaller sicherlich da eine gute Option ist. Und wir hätten mit Plea, Zakaria, Kramer, Strobel, Ginter dann auch noch ein paar Spieler drin, die auch Physis ein bisschen entgegensetzen können. Genau. Auch wenn Schalke da sicherlich ja, unangreifbar eigentlich ist, aber das ist nicht das, worüber sich das Spiel entscheiden muss. Nein. Jordan Bayer, wahrscheinlich wird er wieder spielen. Ich sehe noch nicht, dass Elvedi dafür fit genug ist. Eigentlich wäre es, glaube ich, ein gutes Spiel für ihn, wenn er fit wäre, weil er rechts eine gewisse Erfahrung hat, auch wenn er eigentlich nach innen rücken soll, perspektivisch. Ja. Aber ich denke, es kommt zu früh, deswegen ja, muss man Jordan Bayer nur viel Glück wünschen bei dieser komplizierten Aufgabe. Ach, ich mache mir da aber keine Ne? Sorgen. Also er hat das so gut gemacht in den letzten beiden Spielen, Ja, dass aber genau das ist ja das, was gegen Augsburg gefehlt hat. Er hat es hinten gut gemacht, aber in so einem Spiel ist er eben auch offensiv gefordert. natürlich ist er offensiv gefordert, aber ich denke auch, man arbeitet ja. Und ich denke, da wird in den 2 Wochen, die jetzt Länderspielpause war, auch Dieter Hecking mit ihm gesprochen haben. Und Die von daher kurze mal Zeit, die er schauen. ihn hatte, weil er war auch bei der Ja, stimmt, er Nationalmannschaft, war ja auch. bei der Ja. U19. Ja. Naja, aber wie gesagt, ich mache mir da eigentlich keine großen Sorgen. Ja, fehlen tun uns natürlich Lang und Stindl und das hat mich halt besonders geärgert, dass es bei Lang jetzt nicht für das Testspiel gegen Bochum gereicht Ja. hat, weil er wäre genau für so ein Spiel, dafür ist er gekommen, um gegen solche tiefstehenden Mannschaften, die mit der Dreierkette spielen, als erfahrener Rechtsverteidiger die Räume zu finden vorne, gleichzeitig hinten dicht zu machen. Das ist Ja. die Theorie, deswegen wurde er geholt. Und natürlich Lars Stindl, ich meine, er ist ein Schalke-Experte, er könnte auf der Achterposition, wo jetzt Hofmann steht, er gewinnt die Zweikämpfe, er ist der beste Packing-Spieler der Bundesliga, das heißt, er spielt die Gegner mit seinen Das habe Pässen. ich aber auch lange nicht mehr gehört, Packing. Ja, wo, es ist aber noch da und ich finde es auch nach wie vor nicht so schlecht, das ist aber vielleicht mal an anderer Stelle. Wir erinnern uns an das letzte Spiel gegen Schalke, um da auch nochmal kurz drauf einzugehen. Da haben wir ja am Anfang wirklich den Gegner klar im Griff gehabt. Er hat Absolut. das Spiel dominiert, bis er Ja. sich verletzt hat, auch mit seiner Physis, mit seiner Nicklichkeit und so weiter. Und ja, ich meine, es ist doof, über Leute zu reden, die nicht da sind, aber. Deswegen habe ich bewusst die fehlenden Spieler hier aufgeführt, weil alle diese Spieler wären auf dem Platz, weil sie Ja. eigentlich für dieses Spiel Borussia gegen Schalke prädestiniert sind. Gut, jetzt muss es das andere Personal richten und ich glaube, dass es auch möglich ist. Gerade auch mit einer Mannschaft, die verunsichert ist wie Schalke. Genau. Wir dürfen sie halt einfach nicht aufbauen. Ja, Weil in den und letzten Jahren haben wir häufig Punkte liegen lassen gegen dieses Team, die nicht nötig gewesen wären. ja, also die letzten 4 Spiele, wenn man die Europa League-Partien mitzählt, waren alles unentschieden. Aber auch nicht umsonst. Man hatte natürlich auch Spiele, wo man Pech hatte, Videoassistent etc. Aber immer wieder war es so, dass Schalke einfach unangenehm zu spielen ist. Borussia Und eigentlich immer deutlich mehr wir Ballbesitz waren, genau, hatte. und wir waren eigentlich auch immer besser. Wir hatten 70% Ballbesitz in der Schalke Arena beim letzten Ja, Spiel. aber Das. Ballbesitz ist nicht alles. Tja. Nein, aber man war eigentlich auch so optisch die bessere Mannschaft. Nicht nur vom Ballbesitz. Und trotzdem ist es wahnsinnig schwer, gegen Schalke Tore zu schießen und auch zu gewinnen, weil Schalke auch immer wieder für einen Lucky Punch gut ist. Ja, und das genau das müssen wir verhindern. Deswegen unsere Idee, wie man es aufstellungstechnisch machen könnte, eine Mischung aus Physis und einer gewissen ja, Mischung aus langen Bällen, kurzen Bällen und Durchsetzungsfähigkeit. Ja. Ich bin gespannt, wie viel davon letzten Endes in der finalen Aufstellung dann auftauchen wird bei beiden Mannschaften. Also ich finde Aber das gut, sonst hätten wir es ja auch noch nicht gemacht dann. wir sind zufrieden. Ja. Ne? Aber ja, in erster Linie auch ganz wichtig, voll motiviert. Ich hoffe, das Wetter spielt mit. 15:30 Uhr rausgehen und diese Schalker dann auch mal endlich wieder Eines der weghauen. wenigen 15:30 Spiele samstags. Das ist ein sehr ärgerliches Thema natürlich. Aber jetzt haben wir eins, das müssen wir mitnehmen. Und Ja. ich halte es auch so in gewisser Weise ein bisschen für ein richtungsweisendes Spiel, weil hier können wir jetzt wirklich zeigen, dass wir schon einen Schritt weiter sind, dass wir so einen Gegner schlagen können. Und dann wäre es ein toller Saisonstart mit 7 Punkten aus 3 Spielen.